Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Ich habe gestern abrupt müssen aufhören mit der Aufnahme, also Aufnahmesession besser gesagt, und mache heute einfach frisch fröhlich weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, es war schon Mittag und das Bäuchlein hat geknurrt und das Essen war fertig und das roch so köstlich. Da musste ich mich leider geschlagen geben und was spachteln gehen. Okay, ich bin auch nur ein Mensch, ja. Und zur Mittagszeit auch ein hungriger Mensch. So, lesen haben wir da schon länger, also 1, 2, 3, 4, also in der Anordnung der Tempel, okay, der Dungeons. So, ja, wir haben gestern ein paar Problemchen gehabt, ne? Eigentlich streng gesehen mit den Dungeons. Ich hoffe, es läuft heute besser für uns. Werden wir gleich sehen. Ich probiere es gleich mal. Ja. Wir werden gleich in den Dungeon aufbrechen, würde ich vorschlagen, weil zum Verkaufen haben wir da mal eh nichts und ich musste gestern speichern. War das gerade ein Vogel mit einem Nest auf dem Dach? Ich glaube, ne? Hat zumindest so ausgeschaut. Na gut, schließlich brauchen wir Geld, sehr viel Geld. Wir müssen auch schauen, dass wir bessere Ausrüstung kriegen, bla bla bla. Damit wir uns dann leichter tun, um bei der dritten Ebene hier im Golem Dungeon vorwärts zu kommen. Weil die haben es ganz schön in sich, die Gegner, und ja, das gibt böses Aua für uns. So. Ich hoffe sehr, dass die Truhen heute funktionieren. Das wäre nämlich echt schade. Wir haben eigentlich sehr viel Items liegen lassen. Und das wäre mir sehr unangenehm, wenn das jetzt Standard wäre. So, zack. Da, haben wir schon was zum Heilen? Das ist für das Bitter. Fürs Bitter. Da. Tsch. Tsch. Na komm, hau weg. Hau weg den Dreck. Zack, zack. Zack. Na, zack. Das war ein Schuss in den Ofen. Lalila, zack. Sehr gut. Mal schauen, was wir hier drin haben. Nix. Wie immer. Oder wie meistens, sagen wir so. Da auch nichts. Passt, dann gehen wir drauf. Zack, zack. Zack, zack, zack. Krieg euch. Zack. So muss das ausschauen. Haben wir Schaden bekommen? Ja, schon ein bisschen. Ich werde gleich in die zweite Ebene gehen. Weil da droppen die Gegner mehr Zeugs. Wie immer halt, ne? Normal sollte man ja ein bisschen habgierig sein, glaube ich, und alles schön brav anschauen. Boah, die sind auch schon nicht so schlecht, die Gegner hier. Boah. Alter. Boah. Da ist schon Level 3er dabei, hast du gesehen? Der rote. Der hat schon ordentlich was auf dem Kasten. So, ich muss mal von diesen Wassertypen was loswerden. Na, das war nicht so schlecht. Der Damage, den wir da ausgeteilt haben. Ach, super. Ja, die Drohnen gehen. Oh, weg. Oh, das ist so schön. So, ich wollte das eigentlich looten. So. Mein Güte, das ist so schön. Was kannst du zerstört bei bla bla? Okay, du tust was kaputt machen, das will ich nicht. Das heißt, du kommst in den Winkel ein. Ich würde sagen, da oben kommt den Winkel ein, genau. Was ist da? Ah, hier. Wird's auch zerstört? Flucheffekt des angrenzenden Gegenstandes blockiert. Das ist super. Dann können wir den hier hinsetzen. Was haben wir da? Flucheffekt eines angrenzenden bla bla blockiert. Gut, lassen wir mal so. Vielleicht kriegen wir dann wieder noch was Neues, Verfluchtes. Heilen brauchen wir uns nichts. Was haben wir hier? Es ist, als würden wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen. Das haben wir schon gelesen. Ja, boah, da sind auch schon Level 3er dabei. Schön. Freut mich. Zack. Was haben wir hier? Achso, ein Steam-Erfolg. Achso, entschuldige. So, zack, zack, zack. Ein Steam-Erfolg, Eloy. Ja, ja. Ein Vogelein. So, na, du Gauner. Zack, zack. Na komm her, zack. Gib mir deine Items, alle, die du hast. Boah, zack, zack, zack. Der hat auch schon Stufe 3. Boah. Boah, zack, zack. Der hat noch Stufe 2. Halt. Und da haben wir schon,
Ja, den Zugang zum dritten Raum, ne? Da will ich ehrlich gesagt nicht hin. Ich will ehrlich gesagt noch Materialien sammeln, weil wir sind doch noch etwas schwächlich beieinander, würde ich sagen. Boah, der hat Süßen. Der Schlag, meine ich. Das war nicht von schlechten Eltern. Und ja, ich will ein bisschen besseres Equipped haben. Ehrlich gesagt. Ich will viel besseres Equipped. Und dann können wir den nächsten Dungeon besuchen. Zack. Das war jetzt auch gerade komisch. Ist da ein Geheimgang gewesen in dem vorigen Raum? Das Dürl ist nicht aufgegangen. Wir konnten aber weitergehen. Ich muss mir da was anschauen, glaube ich. Das war jetzt komisch. So. Das war jetzt richtig komisch. Warte mal. Siehst du den da? Da sollst du eigentlich weitergehen. Warum aber nicht? Das ist jetzt echt... Ich verstehe schon, was ich meine. Ui. Eureka. Aha. Au. Zack, zack. Oi. Autsch. Ich dachte, wir jetzt schon hin, aber ist sie nicht ausgegangen. Oh, eine goldene Truhe. Da, 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 da. Sauber. Ich freue mich. Ja, endlich. Runenwerkzeug. Geilo. Müssen wir jetzt nur aufpassen. Gegenstand bleibt verborgen, bla bla bla. Sendet Gegenstand in gezeigter Richtung sofort in den Laden. Ja, das machen wir auf der Stelle. Das tun wir gleich so. Ja, gleich weg damit. So, das ist mal sicher in Sicherheit. Flucheffekt aufheben. Sendet Gegenstand in der angezeigten Richtung sofort zum Laden. Machen wir so. Flup. Und fuhr das an. Passt. Und dann können wir theoretisch... Na, das möchte ich noch aufsparen. So. Weiter geht's. Was? Da ist noch Truhe? Achso, weil nur Symbol für Truhe. Okay. Das dachte ich schon. So, sehr gut. Flup. Na du. Und einmal noch. So ist fein. Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. So. Dingsbums, Gefäß. Wie immer mit nichts drin, so wie es auch sein muss. Wow. Wow. Also das sind ordentlich Gegner jetzt, ne? Komm nur. Ah. Ja, wenigstens ein Schlag. Das ist ja schon mal was. Komm her. Attacke. Jawohl. Ha. Nicht mit uns, du Mistkerl. Das sind wir jetzt schon fertig. Das ist ein Geheimnis. Sorry, ich probiere es mal. Nein, kein Geheimnis. Oh, Schatz. Na, da war auch nichts. War nur eine Täuschung. Da ist ja gar nichts. Dann hauen wir hier ab. Upp, upp. Und upp, upp, upp. Ah, hier haben wir noch eine Trühe. Eine Trühe. Wow, der hat viele Sachen. Viele Sachen. Ich bin runtergefallen. Wow. Sehr gut. Was? Wir sind voll? Na, dachte ich schon. So, was haben wir noch Schönes? Na, ein Bug. Das hasse ich. Oh, ich kann raus. Okay, das geht. Gott sei Dank. Boah. Muss ich mir merken für nächstes Mal. Okay, wenn ihr dann solche Kistenbugs habt, einfach rausporten und gut ist. Gott sei Dank, das geht. Das hatte ich letztes Mal nicht probiert. Boah, ich brauche die Aufnahme nicht löschen. Oh, hab ich ein Schwein, wollte ich sagen. Boah. Glück im Unglück. Gut zu wissen, dass das geht. So, also. Ich schmeiß mal wieder mal alles rein, was wir haben. Was waren das eigentlich? Alte Golem-Entwürfe, hatten wir die schon? Ja, die hatten wir schon. Genauso wie die Fibel und der Bildstoff, glaube ich, haben wir auch bekommen, glaube ich. Ja, 4 Stück. Ja, das ist ja gut. So, dann hauen wir das mal alles rein und gehen wir weiter sammeln, würde ich sagen. Dab, 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 dab. Ich habe gerade einen Trank reingeschmissen, gell, ich gescheite Frauen. Ja, ich bin so schlau.
Den will ich natürlich noch haben. Den benutze ich gleich für uns. So, ja. So ist gut. Dann gehen wir weiter auf die Pirsch. Bam, baram. Bam, barararam. Bam, barararam. Servus. Mhm. Ich wollte nur mal schauen. Tatsächlich. Wir könnten theoretisch echt was Tolles machen. Ich würde nur gerne mal wissen. Ich würde nur gerne wissen, ich muss mir das merken wahrscheinlich, was wir tragen. Und zwar Eisenhelm plus, Eisenrüstung plus und Eisenstiefel. Also alles Eisen, Eisen, Eisen. Gut, das ist gut zu wissen, wollte ich sagen. Ja, bla bla bla. Ich würde gerne die Waffe, wenn es geht, ja, beide gehen. Oh, cool. Ich würde, glaube ich, gern die hier machen, weil die hat nämlich noch unten einen Effekt. Jetzt ist die Frage, ob dieser Effekt für uns gilt, wenn wir angreifen, dass wir verwirrt werden, oder dass der Gegner verwirrt wird. Zur Wunschliste hinzufügen, aufnehmen. Das weiß man nämlich nicht, ne? Weil hier ist der Effekt nicht, dafür mehr... Aha, dafür ist mehr Damage. Aha, okay, weniger Damage. Feuer, das dürfte Gift sein wahrscheinlich, ne? Oder so. Okay, verstehe schon. Jetzt die Frage, was ist halt besser, ne? Lieber auf Damage gehen oder lieber so? Ich glaube, wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das untere. Ich möchte es ehrlich gesagt, mir gefällt es doch besser. Glaube ich. Machen wir einfach. Ja, bitte. Machen wir das einfach. Zack, bumm. Hier brauchen wir noch Gegenstände. Okay. Macht nichts. Wir haben jetzt auf jeden Fall mehr Schaden und wahrscheinlich den Effekt, dass der Gegner verwirrt wird wahrscheinlich. Jo. Ist ja nichts Schlechtes. Das werden wir auch sofort verzaubern. Auf der Stelle. Hüpf. Hüpf. So, gnädigste. Ich hoffe, das geht. Hallo, ich möchte gern verzaubern, bitte. Und zwar mein Dings, genau. Yay! Okay, das macht richtig viel mehr Damage. Ja, bitte, ja. Ja, das wollen wir machen. Geht der Besen eigentlich auch? Tatsächlich. Ah, nachdem wir ihn schon haben, warum nicht, oder? Ist zwar ein bisschen ausgeschmissenes Material, aber ist ja wurscht. Lass mal den Besen nicht so links liegen, oder? So, Rüstung haben wir eh nichts. Passt. Tränke werden mir sehr lieb. Alles, was wir haben, bitte. Mhm. Ja, bitte. Auch für die Helden später. Das werden wir auch gleich zurückbringen. Tränke. Geht noch irgendwas trankmäßig? Nein, ne, da haben wir überhaupt keine Materialien. Na, gut. Vergelt's Gott. Wir hauen mal ab, und zwar schleunigst. Geben das, was wir nicht brauchen, ganz schnell bei uns ab. Und dann gehen wir noch mal in den Dungeon. Schön, die werden immer stärker. Ich freue mich. Boah, da haben wir echt viel. Zack, zack, zack. Den einen lasse ich noch für uns als Reserve, würde ich sagen. So, rein Winkel. So. Gut, dann gehen wir es wieder an, ne? Zack. Bam, bam, bam. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Hui! Ja. So. Na? Boah, bin ich froh, dass wir uns rausporten können. Tut mir leid, dass ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Darauf habe ich gar nicht gedacht. Muss ich sagen. Wow. Die Ausweichung wäre schlecht. Zack. Boah, das macht richtig... Au. Richtig Damage, wollte ich gerade sagen. Na du? Einem Schlag mittlerweile schon. Geil. Ich bin entzückt. Das muss ich schon sagen. Ah! Drohnengegner. Sehr schön. Aber der ist auch kein Problem für uns. Null Problemo. Wir sind jetzt sehr stark. Au. Und ich bin tollpatschig wie immer. Zack. So. Schön. Bam, 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 bam.
zack. Der ist erledigt. Wow. Und zack. Der ist auch erledigt. Boah, da gibt es schöne Materialien für uns auch. Zack, da ist nichts drin. Zack, da ist was drin. Ich schau mal nach, ob hier was... Ja. Okay. Aha, einfach nur so. Liegt einfach nur was herum. Das hat keine Bedeutung. Kann man auch nicht angreifen. Sollen das einfach nur Behälter sein, wo diese drei Sachen rausgefallen sind? Wahrscheinlich, ne? Gut. Aus dem Raum wäre ich nicht so schlau. Hoppala. Das wollte ich gerade nicht. So, passt, den hätten wir schon mal. Der ist auch fertig. Ah, eine böse Truhe. Aha, jetzt gibt es die vermehrt, ha? Und schneller schlagen tun wir auch, kommt mir vor. Sehr gut. Wir sind angeschlagen, aber noch nicht schlimm. Gut. Na, kommt's noch? Boah, der hat gesessen. Nicht schlecht, muss man schon sagen. Ah, der hat nichts. Logisch. Logisch. Was? Hier ist gar niemand? Da stimmt die Schüler was nicht, oder? Ah, okay. Ich wollte es mal ausprobieren. Da ist niemand? Und wann gibt es Räume ohne Gegner? Also ich bin doof, weil wir von daher gekommen sind. Ja. Wow! Okay, das war Absicht. Absicht übrigens. Nur, dass ihr wisst. Jawohl. Das ist gut. Ich soll vielleicht auch öfter mal blocken, aber ich bin zu faul. Na, nicht da stehen. So, zack, nochmal. So, ist gut. Und jetzt bist du dran, Freund. So, tat nichts, wie immer. Auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Zack, und weiter. Aha, da haben wir so einen Raum. Tschüss. Warte. Das schaut immer so stoffmäßig aus. Das ist aber nichts, ne? Sie sind wie Baden. Zack, zack. Hier haben wir nochmal Baden. Ah. Und hier rüber. Zack. Ui, Stöffele. Aua. Gehört sich das? Nein, gehört sich nicht. Ah, komm her. Und zack, zack. Au. Und zack. Aue. Ja, das war ungeschickt von mir. Upsa. Da ist natürlich nichts. Upsa. Was haben wir hier Schönes? Aha, wieder so ein Raum. Und zack. Ja, das war wieder... Au. Nee, das haben die absichtlich gemacht. Ich hab's genau gesehen. So. Gut, wir haben noch keinen Trank gebraucht, das heißt, wir können ohne zu überlegen in den nächsten Dungeon-Abteil gehen. Jo. Das wäre gut, mal schauen, wie unser Beutel ausschaut, ne? Voll! Wer hätte das gedacht? Hä? Wo kommen die fünf? Haben wir die jetzt inzwischen gesammelt? Schaut aus, ne? Boah. Ich glaube, das können wir machen, ne? Sollen wir da so einen Kistenbug haben, werden wir uns einfach rausborden, würde ich sagen. Also, machen wir's. Ja, bitte. Ich muss mal die Taschen ausleeren gehen. So, ganz flott die Karotte. Hui! Ich mag das Item. Wir sind gleich wieder zurück. So, einfach mal die Taschen ausschütten und dann geht's weiter. Es lädt und es speichert. Ach, wie schön ist das. Da können wir schon mal eigentlich unsere Tische hier befüllen. Zack. Zack. Dass mal ein bisschen was drauf ist. Boah, den Rest haben wir wieder in unser Kistel. Zack, 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 zack. Zack. Pleite sind wir auch schon wieder. Also die Waffe hat ganz schön unser Geldbörserl ruiniert, ne?
Nix gut, aber wurscht. Wir gehen nochmal rein in den Dungeon. Flop. So. Ich verheddere mich gerade beim Kabel vom Gamepad. So. Ja, ich kann das. Was? Dein Gamepad hat noch Kabel? Ja. Ui, ja. Ups, da. So, der ist mal erledigt. Der ist auch erledigt. Und du bist auch gleich erledigt. Man, das ging gut. Das ging überraschend gut. So. Zack. Zack. Und zack. Passt. Sehr gute Items. Zack, der ist auch schon erledigt. Der ist auch erledigt. Der auch hoffentlich gleich. Na, ja, wohl doch. Au. Passt, ist auch fertig. Passt, genau. Dann müssen wir in die Waldabteilung. Vielleicht. Passt, den haben wir auch erledigt. Da ist leider nichts Gescheites. Passt, den haben wir auch zusammengeschlagen, brutalst. So, okay. Wow. Du Gauner. Aber das mit dem Paralysieren, sage ich jetzt mal, ist echt eine coole Sache. So, weg mit dir, du Mistviech. So, schön, das lief gut. Haben wir da unten irgendwas Besonderes? Ja. Ja, okay. Okay. Schade. Da wird wieder das Monster kommen. Müssen wir leider wieder den Dungeon verlassen. Jo. Aber ist, glaube ich, nicht so schlecht, unsere Ausbeute. So. Ist jetzt gerade Nacht, das wäre super. Ja, dann können wir noch einmal gehen. In den Dungeon. Dieses Buch. Preislich 2000. Ja, das passt schon vom Preis her. Ja. Haben wir noch irgendwas? Ein 10er Stapel? Noch nicht. Gut. Ich traue mich gegen das große, mächtige Viech noch nicht zu kämpfen. Ich habe echt Angst, dass ich wieder dran verreck und dann sind solche schönen Dinge weg, die wir hier gesammelt haben. So, und nochmal. Noch einmal gehen wir rein. Lala, lala. Dann gehen wir wieder verkaufen, wenn wir zurück sind. Das, glaube ich, ja, wird sich dann wieder auszahlen. Wir haben ja einiges an Graffel gefunden. Ganz liebevoll ausgedrückt, natürlich. So. Na, kaputt machen. Ui! Ui! Da war. Da, ui, da ist immer was drin. Kann ich runter? Ja. Okay. War coole Schuhe. Das ist echt cool. Das war eine schöne Ausbeute jetzt. So, der ist auch erledigt. Irgendwie scheren die sich nicht zurecht, ha? Voll komisch. Okay, zack. Ja, von diesen Schwerteln brauchen wir ja auch noch ein bisschen was. Gut, gut, gut. Zack. Na, du bleibst da. So ist fein. Ah, der schert sich wieder mit uns. Hin ist er. So, was haben wir da Schönes? Zack. Zack. Passt. Na, das wurde eigentlich nicht. Ich würde draufhauen. Genau. Rohe Gewalt. Ah, das sind wir hier wieder. Tschüssi.
So, und der nächste Raum. So, da. Und du, und... Au, Mistviech. So. Zack. Zack. Gerade als ich zuschlagen wollte, ne? In der Überlegung, ob ich bei dem Viech vielleicht besser einen Besen verwenden sollte. Wahrscheinlich, ne? Na, haben wir jetzt echt einen Speerkrieg? Trainingsspeer? Es ist jetzt der... Ach so, Trainingsspeer. Okay, das ist nicht der Speer, den wir haben dürfen. Dieser Speer ist eine Nahkampfwaffe mit der größten Reichweite. Es ist leicht, damit herumzufuchteln, aber er ist schwer zu meistern. Den können wir jetzt nicht anziehen für uns, oder? Tatsächlich. Das geht wirklich. Oh, das geht wirklich. Da können wir uns am besten verkaufen. Oder zumindest weglegen. Cool. Was der jetzt für ein Damage macht, sieht man jetzt nicht, oder? Wie geil ist denn das? Kann man Besen verkaufen. Vielleicht kann eine Hausfrau, ein Hausmann, Entschuldigung, vielleicht kann er sowas brauchen, um daheim die Ratten, oi. Okay. Falsche Waffe. Falsche Waffe, wollte ich gerade sagen. Hoppa, drei Bälle gleich. Hört's auf mit dem Schmäh. Au. Könntest du die bitte wo anhauen, wollte ich gerade sagen. Ja, komm, hau die an. Nee, du bist so doof. Komm. Doofi. Da, jetzt ist er. Na, du musst schon treffen. So, nochmal. Okay, das war zu wenig. Dusch. So, jetzt haben wir dich. Mistfick. Oh. Zack, was haben wir da? Geht nix. Halte Türe öffnen. Mit dir. So. Was? Wir haben keinen Platz mehr. Ich muss was verschrotten. So, mit ein bisschen Glück. Zack. Haben wir jetzt Platz. Ah, na, falsch. Entschuldigung. So muss das sein. Entschuldigung. So, zack. Und der stapelt sich nochmal. Perfekt. Da gehen wir da rauf. Jetzt würde es sich anbieten, aber wir können es uns, glaube ich, nicht mehr leisten, gell? Obwohl ein Tausender kostet, nur weil wir in der ersten Ebene sind. Taschen ausleeren, ne? Sind wir voll pleite. Ja, bitte. Bam, 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 bam. Juhu! Ja, bitte, zur Stadt. Bitte zur Stadt, bitte zur Stadt. Oh, boah, der Part wäre auch zu Ende. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Und es ist wieder Tag, scheißlich, und ich muss nochmal zurück. Okay, es könnte sich etwas verzögern. Ich glaube, ich gebe den Besen nicht weg. Ich habe keine Ahnung, was man verlangen dürfen. Vor allem jetzt, wo er eine Verzauberung drauf hat. Ich weiß mal 500. Keine Ahnung. Ja, man muss schauen, wo man bleibt. Ich verkaufe einfach unseren alten Besen. So. Ich mag das Spiel. La, la, da, 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 da. Hoppala. Was? Wie voll? Das geht nicht, dass das schon voll ist. Okay, nächste Truhe. Gott sei Dank haben wir noch ein paar. Achso, die da oben, die war schon mit irgendwas voll, ne? Mhm. Achso, das ist die Truhe, wo alles hingeportet wird, ne? Eigentlich. Da sollte ich vielleicht das mal rausnehmen und schauen, ob drüben noch was frei wäre, ne? Bei der Truhe. Nur neugierigerweise. Also da haben wir gesagt, da ist nichts. Okay. Und der Rest, den packt man da rein. Boah, ich muss dringend Sachen verkaufen, merke ich gerade.
Gut. Passt. Okay, ihr Lieben, dann beenden wir den Part für heute hier und im nächsten werden wir uns zurück in den Dungeon trauen. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.